Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JamieCars TV. Wie ihr vielleicht wisst, weil ihr das Video gesehen habt, mein Auto wurde gecrashed und existiert nicht mehr. Um genau zu sein, ist es aktuell zu Verkauf. Aber das heißt natürlich, dass ich ein neues Auto brauche. Deswegen bin ich hier und bin kurz davor, auf mobile und anderen Webseiten nachzuschauen, was für ein Auto ich mir vielleicht besorgen könnte. Und ich habe mir ein bisschen Hilfe besorgt. Der Bernie. Ihr kennt ihn aus vorherigen Projekten und er ist so ein bisschen... Servus. Ja, er ist hier, um mir zu helfen, eine andere Sichtweise zu geben und um das Video deutlich lustiger zu machen, weil ich bin nicht lustig. Also, Dankeschön. Das war für den Alpha. Ja dann. Schauen wir doch zuerst mal die Kommentare durch, weil unter dem Video, wo ich angekündigt habe, dass das Auto gecrashed wurde, waren eine Menge Kommentare, die Vorschläge gebracht haben, was für Autos ich mir besorgen könnte. Gesundheit. Ja, danke. Und schauen wir doch mal, was ihr sagt, was ich vielleicht fahren könnte. Eine Mercedes E-Klasse oder ein Alfa Romeo 166 Facelift. War nicht der 166 der eine hässliche Alfa Romeo? Ich glaube schon, ja. Aber Mercedes ist ja auch so. Haben Sie noch fahren Sie schon Mercedes-Benz? Autsch, der war böse, ich weiß. Ja, nein. Eine E-Klasse ist doch eher für mich, für ältere Leute. Also, Wackeldackel, Klorollenablage, gut. Siehste. Und Corona-Maske am Innenspiegel. So, ganz wichtig. Also das Element ist, glaube ich, nicht sowas für mich. Aber was der Felix schreibt, finde ich gar nicht schlecht. Fiat Multipla. Hoppala. Wir haben gesehen. Heieiei, die Finger, die sie zum Klicken benutzen, sind zu fett. Felix sagt, ein Fiat Multipla würde doch ganz gut stehen. So, ganz ehrlich, der Multipla. Früher gehasst als das hässlichste Auto überhaupt. Der wird doch Liebhaber. Wenn du ihn mit heutigen Autos vergleichst, ist er gar nicht mehr so schlimm. Gib's zu. Wie ich auch hier darunter geschrieben habe. Ist immer noch besser wie ein neuer Vierer BMW. Also. du meinst den Nackmulle? Ja, den. Ich habe ja noch einen Kommentar, der eine Mercedes E-Klasse vorschlägt. Also, warum denken die Leute, dass mir eine E-Klasse so steht? Da würde ich mir Gedanken machen. Ja. Den hier finde ich gut, von der X-Red YT, ein Mazda 3 MPS. Der ist tatsächlich interessant, weil der ist leistungsstark und er ist günstig, also... Platschda, hier kommt Mazda. Ja, also vielleicht könntest du mal nach dem gucken. Okay, der ist sowas für dich. Mazda 3 1.6 Sport Active. 239.000 Kilometer, 105 PS, 620 Euro. Wunderbar. Mega Schnäppchen. 105 PS, also ich hätte schon gerne was mit ein bisschen mehr Leistung. Ja, sowas das führt, haben wir ja gesehen. Ach nee, da warst du ja nicht schuld, ne? Siehste. So. Ja. Was ich liebend gerne haben würde, ist ein Tempomat. Tatsächlich im Auto. Also doch eine E-Klasse. Nein. Keine E-Klasse. No. Diesel? Eher ungerne. Und da komme ich gerade genau hier zu einem Kommentar von Anton Hetz. Ein Lexus IS 220D. Der Motor ist unzerstörbar und man bekommt sehr viel Luxus für kleines Geld. Theoretisch ein IS 220 ist ein bisschen ein Jobbo-Fahrzeug und ich möchte keinen Diesel. Ich bin einfach kein Diesel-Fahrzeug. Okay, Automatik oder Handschalter? Handschalter, wenn es geht. Von wie viel PS hätten wir es denn gern? Such doch mal ab 150. Das ist ein festes... 150 PS, ich glaube, okay. Das ist gut für mich. Hey, krass, der hat eine türkische Heckklappe, voll geil, deswegen fährt der bestimmt 20 km/h schneller, guckst du. 6.000 Euro. Ja, geschenkt. Wenn du bedenkst, was ein Panzer kostet, ist das am Angebot. Hier der Alfa Romeo Spider, der mir empfohlen wurde von Alfa Romeo Spider. 2 Liter Twin Spark, 155 PS. Es ist ein Cabrio, was jetzt gar nicht mal so übel ist eigentlich, weil, naja, Cabrio, Sommer. Aber ich weiß halt nicht, ob das so als Ganzjahresfahrzeug. Ach, Cabrio ist immer schwierig und verdeckt, genau. Ganzjahresgeschichten, ja. Und so. Erste Lassung Baujahr 2000. Alfa Romeo von 2000. Da kann ich doch schon darauf warten, dass irgendwas kaputt geht. All der MPS, 260 PS. Hat aber schon 185.000 Schleifen auf dem Tacho stehen. Ja, ganz ehrlich, ich finde ihn auch überhaupt nicht schön. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist so langweilig. Den finde ich jetzt zum Beispiel wiederum geil, den Mazda hier in knallrot. Gute Farben sind immer gut.
Diese wenn er größer wird, ist sie vielleicht eine Ferrari, aber nur vielleicht. Und in das Auspuffrohr passt auch eine Ratte. Aber beim Interior, da hört es dann auf, ne? Also, puh. Also, ich weiß ja nicht. Egal. Jetzt weiß ich, was du dir für ein Auto holst. Was? Und zwar... Fuck, wie heißt denn der? Nicht Multiplier, den hatten wir gerade. Ein Cube. Ein Juke. Nein, das zweithässlichste Auto der Welt. Der Pontiac Aztec. So! Oh Gott! Der Pontiac Aztec. Oh, da drin ist. So, such mal nach dem. Ich wette mit dir, der ist nicht günstig. Aztec. Ja. Also ich bin durch meine Kommentare durch, sind ein paar gute Sachen dabei gewesen, aber ich glaube eher nicht so ganz, was ich mir suche. Also schauen wir auf Mobile doch mal selber. Also, Marke wurscht. Es gibt in ganz Deutschland nicht einen Pontiac Aztec jetzt. Warum nicht? Mobile listet den Aztec nicht mal. Als Modell. Ist das geil? Keiner will das Auto. Pontiac Trans Am, so eine richtige... So eine richtige... Pontiac AM Daytona Pace Car NASCAR Edition V8. Geil. Digga. Das ist mal so ein... Ich sag's jetzt nicht, sonst wird das Video zensiert. Eine Piep-Karre. Also ich sag mal, mein Budget, ich hätte gerne einen Preis so, es sollte unter 7.000 Euro sein eigentlich. Erst Zulassung, er sollte nicht zu alt sein. Sagen wir mal 2006. 234 Angebote. Oh mein Gott, das sind so viele Golfs. Schaltgetriebe. So viele Golfs. Volkswagen. Gott. Das Auto. Alfa Romeo, die italienische Mito. Alfa Romeo Mito, 16V fährt jede Sau, 165 PS. Ein Mito? 55. In Rot. Mito? Das ist ein... 4000 Tacken. Ein krasser Glubschäugiger. Ja, sieht aus wie ein Kugelfisch, der sich erschrocken hat. Das passt sogar. Ja. Das ist genau dein Fahrzeug, Alter. Volkswagen Passant... Fail. Volkswagen Passat Variant in Trendline Ausführung. Das ist mehr dein Auto, weil du keinen Geschmack hättest. Ja, so ein Scirocco ist schon nicht schlecht eigentlich. Der Innenraum. Stoff und nichts drin. Das ist so Granny oder Einsteigerausstattung. Ich hatte schon mal einen alten VW in der Cheap Car Challenge, in der 500 Euro Challenge. Aber da hat der eine schlechtere Ausstattung wie mein 500 Euro Auto. Also. Hey du, willst du eigentlich eine neue Cheap Car Challenge machen? Was? Wie wär's? Ne, du ganz ehrlich, das letzte Mal mit 500, es hat richtig Spaß gemacht. Aber 500 Euro? Weiß nicht, es muss irgendwas anderes sein. Oh, ich weiß auch nicht. Ein Golf GTI? Golf, komm. Ja, aber es ist zumindest ein GTI für 6.000 Euro mit 200 PS. Ich finde die vom Design einfach langweilig. Das mögen ja gute Autos sein, das will ich gar nicht bestreiten. Ich will keinen Audi. Vor allem keinen A3, das ist eigentlich nur ein Golf. Audi! Eine A-Klasse, wunderbar. Der A200 Turbo, 193 PS und geprüft, dass er umfällt. Nicht, dass er nicht umfällt, sondern dass er umfällt. Dodge Caliber. Oh Gott, ein Caliber. Das ist effektiv ein Kleinwagen, aufgeblasen als SUV-like. Ja, bist auch voll im Trend damit. Bin ich ein Trendsetter? Nö. Ich hasse SUVs. What? Ein Peugeot RCZ? Ein RCZ ist schon ein nett ausfahrbarer Spoiler. Cooles Design. Aber ich sag dir was. Erstens, er hat diese blöde Grinsefront. Guck mal. Ja, diese Grinsefront und wie beim Alpha vorhin, das ist ein Zweisitzer, es ist halt super unpraktisch. Aber hey, nur 87.000 Kilometer. Wir sind wieder auf Alpha, weil ich habe hier gerade ein Mito Quadrofolio Verde in Blau. Der ist ziemlich nice. 91.000 Kilometer, die 170 PS Variante aus einem 1,4 Liter Motor. Das sind diese Mini-Turbo-Motörchen. Schaltgetriebe, TÜV relativ neu, aber da sind wir wieder dabei. Es ist ein Mito. Der Mito ist eigentlich nicht so mein Fall. Ja, aber der Mito ist doch einfach auch zu klein, ganz ehrlich, oder? Das ist doch so unpraktisch. Wenn du da mal irgendwie mal in Urlaub fahren willst mit deiner Freundin oder so. Welche Freundin?
Warte mal. www.parship.de. Ja, was denn? Okay, du, ich so nach dem Auto so nach. Ich Parship jetzt. Fiesta ST? Mach 6. 6, das war der größte. Aber der hat einen Käfig drin. Das ist schon ein perfektes Ringtool, oder? Ja. Yeah. So ganz ehrlich, wenn jetzt nicht mein normales Auto gecrashed worden wäre, hätte ich mir überlegt, ob ich neben meinem normalen Auto entweder den Oldtimer, also wahrscheinlich den MR2, oder mir ein Track-Tool besorgen würde, damit ich, naja, sowas Sportliches für besondere Zwecke habe. Aber jetzt geht's halt leider nicht mehr. Ich habe hier was verdammt Cooles gefunden. Ein Ford Mondeo. 3 Liter V6, ein ST220. Als Limousine. Das war, glaube ich, das Auto, wo Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May gesagt haben, das ist das einzige Auto, das ihnen allen drei gefällt. Ja. Das haben sie in der Grand Tour Episode, glaube ich, mal gesagt. So, we've established there are many, many cars we all don't like, but cars we do like, there's this. Ist halt geil mit 220 PS, aber da verbrauchst du mal locker 20 Liter auf 100 Kilometer. Und das kann ich eigentlich nicht brauchen. Schließlich bin ich nur ein armer, kleiner Student. Mazda RX-8. What? Das ist geil. Ja. Ich weiß, dass RX... Oh. Was denn? Geiles Auto. Keine Frage. Geiles Auto, hat 4 Sitze, ist ein Sportwagen, theoretisch ein Coupé, aber ich sag dir, was das Problem ist. Der Motor. Der Wankelmotor. Der wankelt immer so rum, gell? Problem ist, der ist super... Der ist super anfällig. Echt, und niemand kann ihn reparieren. Weil wer kennt sich schon mit Wankel... Weißt du, wie ein Wankelmotor funktioniert? Ja, wie er funktioniert schon, frag halt den Felix, der hat ihn erfunden. Der Felix Wankel. Achso. Da fliegt dann irgendwann das Ding so. Wie so ein Flummi, was man im Flur wirft. Tuk, 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 tuk. Warum klackert denn ihr Motor so komisch? Ach, das ist nur der Wankel, der macht ein bisschen Krach da hinten, alles gut. Guck mal hier. Eine Alfa Romeo Giulietta Turismo. In schwarz leider, aber das ist so ungefähr genau vom Aussehen her wie Gina, bevor ich sie beklebt habe. Könnte ich sozusagen Gina 2.0 draus machen. Ich brauche was Auffälliges. Ich bin kein Blend-In-Typ. Also ich finde ja einen Tesla toll. Nicht. So, dieser Peugeot hier, der 207, der ist ziemlich cool. Der ist in einem richtig auffälligen Blau. Der hat Sleepy Eyes, der hat Sportfelgen drauf. Großauspuff! Oh! Ford Focus ST. Du hast doch vorher einen Fiesta ST gehabt. Oh. Hier ist ein Focus ST. 2003er Baujahr, also der zweite Generation. Boah, der war das der mit dem. Oh, das war der mit dem 2,5 Liter Fünfzylinder. Den kann man richtig tunen. Der ST lacht mich richtig an. Der Innenraum sieht aus wie von unserem RS damals. Der hat eine Boost Gauge. Der hat eine Boost Gauge. Wo er dann wirklich anzeigt, so geht auf 1,5 bar. Oh. Das wäre das perfekte Auto, wenn ich mich nicht um die Kosten für Versicherung, Steuer und vor allem Sprit kümmern müsste. Also ich habe hier tatsächlich einen Einser gefunden, einen 1.18i von 2011. Ja, das war der mit den riesigen Augen, riesigen Glubschaugen und den ganz schmalen Heckleuchten, der mir persönlich jetzt nicht so gefällt eigentlich. Ein guter Freund von mir hat einen Einser und er hatte, glaube ich, einen 1.16i, den er aber jetzt gemacht hat mit 245 PS. Und wenn ich dann da mit einem Auto ankomme, das dasselbe Modell ist, aber weniger bietet, dann fühle ich mich scheiße. Der ST, der macht richtig Laune. Dieser Mark 5 ST, guck, der kleine hier, so einer. Mhm. 2 Liter Motor, Sauger, 150 PS. Der ist richtig sportlich, den kannst du auch wirklich schön so als kleines Rennstreckenauto aufbauen. Und er hat Rennstreifen. Ja, damit fährt er schon mal per se 20 km/h schneller. Hiermit trenne ich mich schweren Herzens von meinem Ford Fiesta ST.
Das Auto hat mich stets ohne Probleme von A nach B gebracht und nie Probleme gemacht. Es ist nicht nur von außen ein Hingucker, sondern auch von innen. Der kleine Rennzwerg hat eine schöne Vollausstattung. Mehr als so ging damals nicht. Ledersitze, Klimaanlage, Schiebedach, Navigationssystem und vieles mehr. Wenn so gut über das Auto geschrieben wird, dann siehst du, da wurde sich drum gekümmert und er hängt an dem Auto und er würde es nicht in Hände geben, die nicht derer wert sind. Aber 7.000 Euro. Und ich habe schon welche gesehen für 3.000 Euro. Also, da bezahlst du halt auch für den ganzen, für die ganze Pflege. Ich habe was mit Power gefunden. Ich auch. Was? Was ist deins? Mercedes-Benz A-Klasse 200 Turbo voll. Was hat der Leistung? 200 PS. Ha! Opel Insignia 2,8 Turbo 4x4, 260 PS. Spielen wir jetzt die Autoquartett oder was? Du, komm mal. Sticht unter. Ich habe mich da vorher unterhalten mit der Beschreibung und wenn sie schön geschrieben ist, sieht man, dass sich um das Auto gekümmert wurde. Fahrzeugbeschreibung von dem Insignia. Scheckheft gepflegte Kratzer und Delle preisverhandelbar. Wow. Scheckheft gepflegte Kratzer. Hey, schau mal, hier ist ein Mazda 3 MPS. So, habe ich gefunden. In Knallerot. Vier Bilder, drei. Das ist ein super Inserat, weißt? Vier Bilder, drei davon sind sozusagen hochkant Screenshot-Handybilder. Er hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das Handy quer zu halten. Der ist auch gut. BMW 5er E60, BMW 523i 2,5L, 6 mit 6 Zylinder. Zylinder. Guckst du. Zylinder. Das ist alternativer Antrieb, Bosch. Von Tesla. Der Mitsubishi Colt hier, der sieht ja irgendwie ganz knuffig von außen aus, muss ich sagen. Aber beim Interior bin ich echt raus, ne? Das ist also so eine Geschmacksverirrung. Du, Fun Fact, bevor ich meinen 147 bekommen habe, haben wir uns mal einen orangenen Colt angeschaut, der auf Autogas umgebaut wurde. Okay. Ja, haben ihn dann nicht genommen. So, ein Freund von mir, der Felix, der hat ein Mazda 6 Kombi zum Rumfahren. Ich habe gerade was gefunden, da wird er kotzen, wenn ich das Auto kaufen würde. Ein Mazda 6 MPS. Als Limousine, guck mal. Wow. Sozusagen schon für mich fertig gemacht mit roten Sonderstreifen. 2,2 Liter mit 290 PS. 290 PS. Damit hätte ich mehr Leistung wie unser 330D. Ja, dann ja. 69.000 Kilometer. Nice. Ein Chrysler PT Cruiser, yeah! Ich kotz gleich. Ein Traum von einem Fahrzeug. Ich kotz gleich. Und das ist das Ende bei mir. Ende? Ja, ich habe alle 12 Seiten durchgeguckt. Achso. Ja, ich habe auch nichts mehr, also. Also, Fazit, was haben wir jetzt gefunden, was wirklich interessant war? Ja, Giulietta. Giulietta ganz viele, ja? Also mehrere, sag ich mal. Aber es muss doch was Spezielles sein. Ich hätte gerne eine schöne Farbe, eigentlich. Der Mazda 6 von vorhin war cool. Der Focus und der Fiesta ST. Ja. Focus ST wäre natürlich geil wegen dem 5-Zylinder, aber der sauft halt auch ohne Ende. Naja, also effektiv am Schluss muss man sagen, es gibt ein paar Autos, die mir gefallen würden. Aber ich muss halt das perfekte Auto finden für mich. Auf jeden Fall danke, dass du gekommen bist und gerne. Mir ein bisschen geholfen hast. Und die blöden Sprüche abgegeben habe, auch wenn es das gebracht hat. Ja, schauen wir mal. Eine letzte Sache, bevor ich mich verabschiede. Hier im YouTube-Studio gibt es eine wunderschöne Wiedergabe. Wiedergabezeit von Abonnenten. Und hier drin steht wunderbar, dass über 90% meiner Zuschauer nicht abonniert sind. Also, wenn du einer von diesen 90% bist, dann helf mir doch bitte aus, dass ich ein bisschen mit den Abos hochkomme, weil als so kleiner YouTuber braucht man das. Also, drifte deine Hand über den Abonnentenknopf, mach einen Burnout auf dem Like-Button und ich sehe euch im nächsten Video. Von mir und von Bernie. Ciao. Servus.
im Prezza.